Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Elodie auf dem öffentlichen Spieler-Test-Server. So, mal schauen, wie wir uns schlagen. Ich spiele mit Einschätzung, Plünderer-Spürsinn und Aufwachen. Ich dachte, ich hätte gerade eben schon was gehört. Okay, ab an den Generator. So, es wurden sogar, ne, ich zeig's euch mal, zwei Schlüssel für Azeroth gelegt. Ich weiß aber nicht, welche Map wir bekommen haben. Ich glaube, wir haben den Standard-Schrottplatz bekommen, oder? Ich weiß es nicht, weil hier ist nur die Schrottlaube. Okay, dort hinten wurde die erste schon niedergemacht. Also wir ziehen hier erstmal den Generator durch, ne? Kein Problem. Danach werde ich vielleicht in den Keller schauen und mir dort ein Item holen. Ich weiß nicht genau, ob Plünderer Spürsinn oder Ass im Ärmel jetzt mit, wie heißt es, Perk, mit Einschätzungen funktionieren. Ne, ob man beim Durchwühlen auch dann höhere Chancen auf bessere Items hat. Ich habe halt leider keinen Ass im Ärmel, sonst wüsste ich sicher. Ich kann es aber mit Plünderer Spürsinn vielleicht zu Pi mal Daumen abschätzen. Mal schauen, ne? Gut, aber auch nicht wirklich, ne? Naja. So, wir haben gleich den ersten Gen. Zack. Da kommt Victor an. Und Victor klebt auf mir. Runter von mir, Victor. Ja, nein. Lass mich. Lass mich, Victor. Weil, warte mal. Ja, nee, ich lasse jetzt Victor einfach. So, okay. Gut. Ja, nee, Victor klebt jetzt an mir. Hey, wir sind ein Paar. Wir sind Buddies. Das ist jetzt meiner. So. Ich kann zwar nicht geheilt werden, aber hey, wir sind jetzt Buddies. Hallo, hey. Wo geht's lang? So, hier. Kann ich noch Emotes machen? Ja. Ich kann noch Emotes machen, ne? Das ist halt so böse. Ich kann jetzt die ganze Zeit rumlaufen. Was zur Hölle klebt denn an ihr Kant an? Ich kann jetzt die ganze Zeit rumlaufen und sie hat keine Kraft mehr, ne? So, das ist jetzt meiner. Ich kidnappe ihn jetzt einfach. So. Ich laufe jetzt hier in die Ecke und... Dann ist er gekidnappt, ne? Solange ich nicht in die Nähe von anderen Überlebenden komme, weiß sie auch nicht, wo ich bin. Weil, wenn man Victor auf der Schulter hat, sieht sie nur Killerinstinkt von Überlebenden in meiner Nähe, ne? Wenn ich jetzt hier einfach hinlaufe in die Ecke... Ja, sie kommt jetzt, sie denkt sich jetzt, gib mir meinen kleinen Bruder wieder. Hör auf, mir meinen Bruder wegzunehmen. Ja, ja, sie verfolgt mich, sie mag das gar nicht. Weil sie hat jetzt im Grunde keine Kraft. Ich kann ihn jetzt hier einfach die ganze Zeit auf meiner Schulter kleben lassen. Ohne ihn jetzt runterzuwerfen. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das zum Beispiel einfach behoben werden kann, wenn man dafür sorgt, dass, sie verfolgt mich. Dass sie einfach den Victor in ihre Brust einfach selber neu spawnen lassen kann und nicht darauf angewiesen ist, dass ich jetzt hier mir den irgendwann mal von der Schulter schnalle, ne? Ja, sie kommt darum. Habe ich das jetzt dumm gemacht? Wahrscheinlich. Hep. Ja, wahrscheinlich. Und sie hat mich. Damit hat sie jetzt Victor von meiner Schulter genommen. Aber ihr seht, ne, jetzt die ganze Zeit war sie ein Killer ohne Kraft in dem Sinne, ne? Weil ich den Kleinen gekidnappt habe. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, ne, es ist noch alles PDB, ne? Das wird ja alles getestet. Jetzt wächst der Kleine wieder in ihr heran. Wie gesagt, ich glaube, es ist halt PDB, es wird noch getestet. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das dann einfach behoben wird, indem sie halt dann einfach Rechtsklick drückt und dann wächst er in ihr heran und er lässt meine Schulter los oder sowas automatisch, ne? Sowas kann ja eigentlich relativ einfach dann behoben werden, ne? So, dort hinten kommt die andere Elodie an. Ich weiß nicht mal, spreche ich den Namen richtig aus? Elodie? Das Ding ist, im Deutschen war kein Apostroph über den E, aber im Englischen war ein Apostroph über dem E. Also Elodie? Ich weiß es nicht. Ich spreche es am besten einfach so aus, wie ich denke, dass es richtig ist, ne? Damit fahren wir, denke ich, am besten. Als wenn ich es jetzt versuche. So, ich gehe nach unten, plündere die Truhe mit Plünderer-Spürsinn und dann packe ich da direkt alles raus, was ich habe. Durch Einschätzung plündere ich auch hier ein bisschen schneller, ne? Ist halt ähnlich wie Apotheke, ne? So, erstmal ein braunes Medikit. Danke, Plünderer-Spürsinn. Von Plünderer-Spürsinn erwartet man eigentlich immer irgendwie was voll krasses, drei Schlüssel gefühlt, ne? Aber... So, braune Toolbox. Wobei es sein kann, dass sie mit Hotor spielt, ne? Mit ihrem lehrbaren Perk. Und denn Hotor hat ja den Effekt, dass zwei Truhen zusätzlich spawnen, allerdings die Wahrscheinlichkeit auf seltener Items reduziert ist. Das heißt, mit Plünderer Spürsinn kann ich das im Zweifel gar nicht so richtig testen, ne?
Weil wenn sie die Wahrscheinlichkeit damit wieder reduziert, dann naja, passt das, ne? Okay, ich ziehe jetzt hier trotzdem mal alles raus, was ich bekomme. So. Ist jetzt hier drinnen noch ein Medikit. Wieder ein braunes, okay. Es ist so gut, hier liegen so viele Items. Das ist einfach cool. Das Perk, dafür finde ich das Perk schon einfach klasse, ne? Man plündert einfach. Oh, und jetzt meine Alex Toolbox. Kann jetzt Glück sein. Ich nehme aber trotzdem das Medikit mit. Es kann Glück sein, dass ich jetzt eine Alex Toolbox hatte und nichts mit Plünderspürsten zu tun hat. Es kann aber auch. Wobei, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, man bekommt nur ein hundertprozentiges Ergebnis, ob Plündererspürsen darauf auch wirkt, wenn man es mal mit Ass im Ärmel probiert. Weil bei Ass im Ärmel ist es immer 100%. Und naja, Glück in Dead by Daylight ist immer so eine Sache. Hau ab, Mac. Die kommt doch wieder. Mensch, Mac. Jetzt kriege ich wahrscheinlich einen auf den Latz. Nee, ich glaube, ich bekomme nichts auf den Latz, sondern die Mac schon wieder. Die Mac hat vielleicht Entscheidungsschlag. Nee, hat sie nicht. Die gute Killerin hat auch kein Mitleid. War vielleicht auch. Aber das Ding ist, besser hätte ich ja auch nicht in dem Sinne retten können. Weil sie ja direkt da war, ne? Mac ist jetzt tot. Weil sie ja, sie konnte ja einfach wieder in ihren Hauptkörper gehen, ne? Da wäre es egal, wie weit jetzt Victor weg ist oder sonst was. Oh, da jagt mich der Kleine wieder. Ja, dann noch eine Runde rum. Na, willst nicht springen? Oh, okay, ich kidnappe ihn wieder. Der ist jetzt meiner. Mein Baby. Geh weg. Der ist jetzt meiner. Und ich laufe mit ihm weit weg. Der gehört jetzt mir. Weil nein, sie verfolgt mich. Aber wisst ihr, wenn sie mich irgendwo mit dem erwischt, ne, und zum Beispiel sehr weit weg wäre mit ihrem Hauptkörper, das hat man angetäuscht. Weil dann ist es ja so, ne? Dann kann ich halt ihn einfach irgendwo behalten. Mein Nachteil ist natürlich, dass ich keinen Herzschlag höre, die sich da entsprechend leicht an mich heranschleichen kann. Aus ihrer Sicht ist es aber auch nur ein Überlebender, der irgendwie so ein bisschen ausgenockt ist. So, jetzt gehe ich mit dem hier hinten hin. So, Victor, ganz ruhig, du gehörst jetzt mir. Ja, ich weiß. Deine Schwester magst du lieber, aber nimm doch vorlieb mit mir, Victor. Sieht halt echt übel aus, ne? Aber gut, ich werde ihn mir jetzt mal von der Schulter werfen, obwohl ich das halt ganz lustig finde, ihn zu kidnappen. Aber ich glaube, die Killerin hier, die will auch ein bisschen was von dem Spiel haben. Wenn ich jetzt hier auf dem PDB die ganze Zeit das mit dem Kleinen rumlaufe und den ständig kidnappe, dann steht sie dann da, okay, ja, viel von der Killerkraft konnte ich leider nicht sehen, weil mein Kind ständig gekidnappt war, ne? Aber ich glaube, ist halt mal für euch auch ganz gut zu sehen, ne? Beziehungsweise ich hoffe mal, dass die Entwickler da auch dran denken, dass man dann vielleicht den Kleinen einfach despawnen lassen kann und ihn neu an sich wachsen lassen kann, ne? So. Die andere Sache ist natürlich, ne? Ich bin jetzt die ganze Zeit mit dem Kleinen rumgelaufen und habe jetzt keine Gens gemacht, ne? Mein Team bedankt sich. Übrigens, dort seht ihr die Falltür, ne? Die hat auch nochmal ein bisschen andere Texturen bekommen. Schick, ne? Sieht jetzt ein bisschen weniger so aus, als würde man da gerne reinspringen, um zu entkommen, aber sieht wahrscheinlich auch ein bisschen einfach natürlicher aus, sage ich mal, ne? Nicht so ganz hier, also nicht so ganz und sauber. Jetzt hier im Reich des Entitus ist das ja alles ein bisschen kaputter, ne? So, dort hinten wurde der Kollege geschnappt und wird jetzt auch mitgenommen. Wäre ja, natürlich ideal, wenn ich durch die Falltür käme, ne? Weil ich meine, zwei Gens zu schaffen, schwierig. Vielleicht lässt er sich ja am Haken sterben. Das Gute ist, der Victor sieht keine Rennspuren. Du, ich kidnappe dich wieder, ne? Ja, und tschüss. Und dann verfolgt er mich wieder. Oh, da klebt er an mir. So, jetzt kann ich wieder ihn runterwerfen. Die Sache ist ja, es ist eigentlich dumm von mir, ihn jetzt runterzuwerfen. Weil dann kann sie ihn halt neu beschwören und hat wieder irgendwie so einen kleinen Flummi, der auf mich springen kann. So, ich höre halt keinen Herzschlag, ich höre halt aber Jagdmusik, wenn dann eine Jagd startet, ne? So, hier liegt wieder ein Tor so. Sie jagt mich weiter.
Ja, ich habe ihn entführt. Er gehört mir. Lass mich in Ruhe mit meinem Kleinen. Das ist meine. Victor wird niemals zu dir gehören. Er gehört jetzt immer mir. Ich fliehe mit Victor. Wie schön. Okay, da sind wir doch noch rausgekommen. Okay, Pip hätten wir nicht gemacht. Wir haben nicht viel repariert, aber gut, ist PDB, da kann man ein bisschen rumblödeln, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Würdet ihr auch Victor kidnappen? Schreibt sie in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, das wird halt einfach geändert, wenn der Killer dann raus live geht, ne? Na gut, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!